Hallo, lieber Löwe, hier kommt dein Sternzeichen-Quickie für die neue Woche, die Woche vom 14. bis 20.8. Schön, dass du hier bist. Schauen wir mal rein, was die Karten dir sagen wollen für die neue Woche. Diese Kartenlegung ist für dich, wenn du den Löwen hast, im Sonnenzeichen, im Aszendent und oder im Mondzeichen. Und wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich benutze, dann findest du die unten in der Infobox aufgelistet. Es geht darum, Dinge zu erschaffen, zu kreieren, kreativ zu sein und zwar den Eingebungen und Ideen, die du hast, zu folgen. Das nicht als Zufall abzutun oder zu sagen, das ist eine coole Idee, da könnte ja mal jemand machen, sondern wer ist dieser jemand, das bist du. Und die Idee, die dir vielleicht kommt, die Gedankengänge, die dir kommen, die sind nicht zufällig. Die sind da, weil du sie haben sollst, die sind da, weil du diese Idee umsetzen sollst. Wahrscheinlich haben mehrere Menschen zur gleichen Zeit die Idee, weil der den Ruf nicht wahrnehmen möchte, okay, das Universum macht ja keine Zufälle, den kriegen halt auch noch andere, aber von daher kein Druck, wenn du es nicht annehmen möchtest. Aber guck da mal rein, lieber Löwe, was ist es, was wirklich jetzt schnellstmöglich in dieser Woche durch dich hindurch kreiert werden möchte? Irgendwas, wo wirklich das Universum sagt, ich schenke dir diese Idee. Oder vielleicht habe ich sie dir schon geschenkt und du hast sie vor dir hergeschoben. Und jetzt geht es darum zu sagen, ich sollte sie nicht länger aufschieben. Ich sollte das jetzt wirklich in die Umsetzung bringen. Ich sollte das jetzt planen. Ich sollte das jetzt machen, was immer das ist. Und ich glaube in der Tat nicht, dass es was Neues ist. Ich glaube aber, dass die Zeichen sich in dieser Woche verdichten werden. Das vielleicht irgendwie noch was Neues. Aber ich habe eher das Gefühl, dass die Zeichen sich verdichten werden, um dir zu sagen, so lieber Löwe, jetzt aber, drei der Stäbe, lange genug gewartet, jetzt aber, nimm dir deinen Wanderstab und wandere los. Und ja, wir sehen, der Weg ist vielleicht nicht geradlinig, vielleicht sehen wir auch nicht, was um der nächsten Ecke auf uns wartet, ist aber wurscht, die Sonne scheint, wir sind gut gerüstet, wir brechen auf. Brich auf, lieber Löwe. Brich auf und red dir nicht länger aus, warum deine Wunscherfüllung nicht geht. Ja, so ein bisschen hier wie Kindergeburtstag. Und was ist, wenn keiner kommt? Ah! Naja, warum sollte das passieren? Weil du würdest ja die Idee nicht haben, wenn du mit der Idee scheitern gehen solltest. Weißt du? Also es macht gar keinen Sinn. Warum sollte das Universum wollen, dass es nicht aufgeht, sondern was wäre, wenn es genau deine Wunscherfüllung wäre? Was ist, wenn du mit dem, was du da tust, sowas von in deine eigene, ja, fast Befreiung kommst, wenn du so möchtest, in dein eigenes Wow, weil das jetzt dran ist, weil das so gemeint ist. Und was soll alles zetern und hadern und ich weiß nicht genau, unterm Strich geht es darum, genau diesem Gefühl zu folgen und dich leiten zu lassen, genau von dieser Idee. Guck mal, wie die hier reingeht in unseren Engel. Ja, das bist du. Also du kannst, wenn du diesem folgst, wenn du wirklich diesem folgst, was dir da eingegeben wird, diesem Gefühl, diesem, boah, das wäre cool, wenn das klappt, das wäre cool, folge dem. Ja, was nicht immer heißt, dass es einfach ist, was nicht immer heißt, dass du es unterwegs nicht auch verfluchen wirst. Ich habe es gerade gedacht, so, für mich ist ja die drei der Stäbe immer so die Jakobswegkarte. Und ich glaube, jeder, der den Jakobsweg schon mal gelaufen ist oder Menschen kennt, die den gelaufen sind, die haben alle geflucht unterwegs. Aber trotzdem hat sich der Weg gelohnt. Und ich glaube, du hast mehr Bedenken davor, was sich alles in deinem Leben ändert, wenn du diesen Weg jetzt gehst, als davor, dass es nicht klappen könnte. Ich glaube, die Rahmenbedingungen sind für dich in deinem äußeren Leben, sind für dich viel, viel zweifelhafter als die Sache an sich. Ich glaube, hinter der Sache an sich stehst du auch. Du weißt, dass das cool ist und du weißt, dass das für dich gemacht ist, aber du weißt halt nicht, wo du ankommst, mit wem, wo, wie sich dein Leben verändert, wie krass sich dein Leben verändert, wenn du es machst. Und ich glaube, diese Veränderung macht dir mehr Angst als die Sache an sich. Die Sache an sich ist schon gesetzt. Aber haben wir denn hier nochmal einen Rat? Der Rat ist, geh im gemächlichen Tempo weiter. Geh voran, voran, voran. Du musst dich jetzt nicht hier wie unser Ritter hier voranpreschen. Das musst du nicht. Aber geh bitte weiter, weiter, weiter. Und oder los. Ja, lass es von der Idee jetzt wirklich rausfließen und mach Nägel mit Köpfen, könnte man auch sagen, weil
Du solltest es nicht länger zurückhalten. Du solltest dich, die Botschaft, das, was du davor hast, das, was du planst, das, wovon du träumst, nicht auf später verschieben. Das ist definitiv die Botschaft, die wir in dieser Woche für dich haben, sondern lass dich darauf ein, etwas zu erschaffen, zu kreieren, zu planen, umzusetzen, was jetzt wirklich sowas von dran ist für dich, lieber Löwe. Was immer es ist, schreib mal in die Kommentare. Also wenn du die Idee teilen magst, dann schreib es mal rein. Oder auch, wenn du einfach nur weißt, ja, ich weiß genau, worum es geht, schreib mal rein. Und wir haben hier den magischen Zirkel, der sagt, die Magie startet, die Magie beginnt in mir. Das ist genau das. Die Magie beginnt in dir. Ja. Also das hier ist wirklich so ein ganzer Zaun, der hier geflogen kommt, dass du irgendwas wirklich dringendst angehen solltest. Und auch nochmal schauen solltest, welches Krafttier begleitet dich hier, welches Krafttier mit welcher Botschaft ist an deiner Seite. Vielleicht machst du ja auf YouTube auch mal eine Krafttier-Meditation und guckst mal, wer da so vorbeischneit für dich, wer dich mitleitet mit seiner Botschaft. Übrigens hier auf YouTube auch kannst du dir anschauen, ein Video, wie ich meine Träume lebe. Die Angela Ellis vom ZDF hat mich interviewt und ich verlinke dir das. Hier ist ein YouTube-Video hier am Ende oder auch unten drunter. Schau gerne mal rein. Und dann, lieber Löwe, halte dich nicht länger zurück, lebe deinen Traum, mach's. Gibt keinen Grund zu warten, es gibt keinen Grund, auf später zu verschieben, jedenfalls auch keinen Grund, den du dir selber noch glauben kannst. Und was ist, wenn es einfach klappt? Was ist, wenn es einfach richtig geil wird? Wer weiß. Klick bitte auf Gefällt mir, lass mir einen Kommentar da, abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast, denn damit unterstützt du mich hier zu wachsen und meinen Kanal weiter auf- und auszubauen. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, wie du einfach Danke hier für meine Arbeit sagen kannst. Und ich danke dir fürs Einschalten und wünsche dir eine mutige, kreative Woche, lieber Löwe. Bis bald, deine Denise.